Herzlich willkommen zum wahrscheinlich wichtigsten Video, was wir bis jetzt gemacht haben. Die Corona-Zeit stellt uns alle vor eine große Herausforderung. Es sind nicht nur große wirtschaftliche Schäden entstanden, sondern auch psychische. Wir bei Paintomancy hatten das Glück, dass wir dank euch relativ unbeschadet durch die Corona-Zeit gekommen sind und deswegen wollten wir jetzt etwas zurückgeben. Wir haben uns also mit einer Menge deutscher Tabletop-YouTuber zusammengetan und gemeinsam eine 2000-Punkte-Ultramarine-Liste gebaut und bemalt. Diese soll nun im Anschluss für einen guten Zweck versteigert werden. Das ganze Projekt ist natürlich nicht innerhalb von einem Monat entstanden, sondern hatte eine Planungsphase von einem halben Jahr. Angefangen hat das Ganze damit, dass wir erstmal die Kings of the Hill angeschrieben haben, damit die uns eine schlagfertige 2000-Punkte-Ultramarine-Liste basteln, mit Gilliman als Centerpiece. Ja moin, liebe 40k-Athleten, hier ist euer Damtes von den Kings of the Hill, euer Channel, wenn es um Spielen im 40k im deutschsprachigen Raum geht. Und ja, wir sind richtig heiß und sehr, sehr erfreut darüber, dass uns Paintymancy gefragt hat, bei diesem geilen Charity-Projekt mitzumachen. Natürlich, für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wurden wir für den Part hinzugezogen, was das spielerische, taktische der Liste anbelangt, so das Bounce zu der damaligen Zeit auch, die so ein bisschen stark auch im Meta ist. Genau, und Ultramarines war das Thema. Und heute werde ich ein bisschen schneller reden, denn meine Zeit ist limitiert und ich werde mit euch durch die Liste gehen und ganz kurz nur vorstellen, was wir da für euch gebastelt haben. Wie gesagt, die Söhne von Ultramar sind am Start und wenn diese schon am Start sind, haben wir zwei Detachments klar gemacht. Einmal das Supreme Command Detachment mit Rubut Gilliman. Was soll man da noch sagen? Der kann alles außer Zaubern, Nahkampf, Fernkampf, kein Thema, geiler Typ, geiler Anführer. Battalion auch am Start, zwei Hakus, ganz easy peasy. Tigurius darf nicht fehlen, einer der besten Zauberer im Spiel mit all seinen Fähigkeiten, kann eine Fünferretter-Aura verteilen mit einem der Zauber, die wir ausgewählt haben. Und ein Chaplain ist dabei, der nochmal hier mit seinen Litaneien oder Gebeten da nochmal die Einheiten im Fernkampf ein bisschen unterstützt. Genau, und in der Truppensektion haben wir Intercessors am Start, und zwar so viele wie es geht, damit man sie zu kleinen Trupps machen kann. Die sollen ein bisschen Feuerpower geben, die sollen Missionsziele halten, Aktionen machen, was in der, sag mal, im Markerspiel in der 9. Edition sehr, sehr wichtig ist. Den dritten Trupp mussten wir leider ein bisschen beschneiden, weil sich in der Zwischenzeit jetzt die Punkte ein bisschen angepasst haben, wie ihr gleich sehen werdet. Aber die haben alle auf jeden Fall Reichweite und sind am Start. Ich finde es ja wirklich cool, dass GW sein Punktesystem immer wieder updatet. Aber musste das genau dann passieren, wenn wir unser Charity-Projekt machen? Dann, Elite, einer der wichtigsten, ja, wie soll ich sagen, Sektionen aktuell in der Edition. Dort haben wir Bladeguard. Immer super, Preis-Leistungs-Verhältnis, können kämpfen, können, ja, was aushalten, kann man viele Dinge mitmachen, einfach super. Dann der Apothekari, der ist ein bisschen teurer geworden, deswegen mussten wir dann den einen oder anderen Intercessor rausnehmen. Der hat das wichtigste Relikt dabei, einmal Treffer am Wunden für alle Kerneinheiten wiederholen gegen eine Einheit des Gegners, die man nicht mehr mitspielen lassen möchte. Und dann hat er natürlich auch noch die Fähigkeiten, Einheiten zu heilen und auch wieder zu beleben, ein Modell pro Runde. Von daher auch da nochmal richtig wichtig. Abgerundet wird die Elite dann auch mit der Victrix Guard. Nach wie vor eine der seltenen Einheiten, die einen Dreier-Retter bekommen können oder beziehungsweise haben. Und die haben auch die wertvolle Bodyguard-Regel. Das heißt, die können die Charaktere beschützen, zumindest vor Beschuss, solange die in einer gewissen Distanz zu diesen Charakteren stehen. Genau. Schauen wir nochmal weiter rein. Wir haben jetzt nur noch Suppressor Squad in der Fast Attack Sturmauswahl. Nach wie vor super günstiger Trupp, oder sagen wir mal super günstig nicht, effizienter Trupp, bewegt sich 12 Zoll, ist super gut, um einfach Aktionen zu machen, die einfach wichtig fürs Punkten sind. Und ja, deswegen, sie sind jetzt nicht gerade zum Schadensoutput da. Abgerundet wird es dann mit einem Trupp Eradicators, die für die etwas schweren Geschütze oder Missionen, sage ich mal, da sind, kann man taktisch flexibel einsetzen, mitgehen lassen, verstecken, rauskommen, schießen oder einfach vielleicht auch per Gefechtsoption von der Seite kommen lassen. Das ist dann dem General da überlassen. Die profitieren auf jeden Fall von all den Unterstützungsaugen der Charaktere auch. Genau. Das ist im Grunde genommen die Liste im Schnelldurchgang. Und da seht ihr auch, was wir Kings of the Hill eigentlich am meisten machen. Wir sind passionierte Spieler, vor allem im kompetitiven Bereich, aber auch im narrativen Bereich. Von daher ist das so quasi unsere Expertise. Wir spielen noch auf Turnieren mit, haben da auch nachweislich, ja, wenn ich es vielleicht mal gehört habe oder so, auch, ja, wie soll ich sagen, unsere Fühler überall im Spiel. Und wenn ihr da mal ein bisschen mehr wissen wollt oder schauen wollt, was wir machen, geht auf www.ko-fi.com/kingsofthehill. Dort findet ihr unter Commissions all unsere Services und Angebote von Coaching individuell, von besiege dein lokales Meta, werde zum Lokalmetador, Matador, Metador, von
wie soll ich sagen, ja, individueller Listenbau, sowieso eines unserer Sachen, Turniervorbereitung, noch und nöcher, da haben wir einiges am Start. Und ja, abschließend kann ich eigentlich nur sagen, Grüße natürlich an meine Kollegen, die heute nicht hier sein können, und ganz viele Grüße auch an Paintomancy, die dieses coole Projekt, dieses coole Charity-Projekt klar machen konnten, ermöglichen konnten. Und ich kann mich nur für denjenigen freuen, der diese geile Armee bekommen wird. Und auch unser Geschenk zusätzlich an diese Person ist noch, melde dich gerne bei uns, falls du taktische Fragen hast oder irgendwie zu der Edition, wie man diese Armee vielleicht gut spielen kann oder was man vielleicht noch anpassen, aktualisieren könnte. Das ist auch nochmal unser Goodie für dich. Von daher, macht weiter so, Paintomancy, macht weiter so geile Bemalvideos, habe ich mir auch schon das eine oder andere angeeignet. Und ich hoffe, dass wir da, habe ich noch ein paar Ideen, nochmal hier und da was machen. Grüße gehen raus und wir sind heute raus. Haltet die Ohren steif. Bis bald. Ich bin euer Ramses von den Kings of the Hill. Nun hatten wir also die Liste, brauchten aber noch die Figuren. Und da hat sich der Taschengeld-Dieb bereit erklärt, alle Figuren zur Verfügung zu stellen, damit wir starten konnten. Kannst du dir eigentlich vorstellen, wie peinlich es war, dreimal Manius Kaiga zu ordern, obwohl wir für die ganze Liste nicht einen einzigen Manius Kaiga brauchen, sondern nur die Ehrengarde? Es kam also dieses riesenfette Paket vom Taschengeld-Dieb an und das Ganze mussten wir natürlich erstmal noch basteln. Und da haben wir uns gedacht, lass uns doch einfach mal einen Livestream machen, wo wir das Ganze schon mal ein bisschen anfangen aufzubauen und gleichzeitig das Projekt ankündigen. Ja, guck mal, das ist das Paket vom Taschengeld-Dieb. Da ist unser Projekt drin und da schauen wir im Stream gleich mal rein. Ja. Wäre doof, wenn das nicht da drin ist im Stream. Weil dann haben wir jetzt einen Stream und dann sind da die falschen Sachen drin. Kurz gesagt, ich glaube, wir packen einfach mal den Karton aus. Ja. Und dann könnt ihr euch schon ein bisschen mehr denken, wohin das Ganze gehen und wird. Dann kannst du ja währenddessen. Wir können ja dabei so ein bisschen schon mal erklären. Genau. Nur vorweg, ne? Nicht, dass ihr das jetzt, dass irgendjemand das falsch versteht. Das hier ist kein Donation-Stream. Nein, das ist kein Donation-Stream. Genau. Wir werden nur den Kram basteln und so. Also, falls ihr jetzt nachher denkt, wir machen einen Donation-Stream. Entschuldigung. Hast du auf Record gedrückt? Ja. Oh, bitte. Okay. Wir machen das nicht. Es kommt noch genug Kram. Und, genau. Nee, hat die falsche Kiste geholt. Hier ist ein Auftrag drin. Nee. Das sind wirklich die Slanisch-Sachen. Ich hab da gerade noch Witze drüber gemacht. Also, eine richtige Sache ist drin. Jetzt hatten wir alle Figuren aufgebaut und mussten natürlich uns Teilnehmer suchen, die das Ganze mit uns bemalen, da es ja ein gemeinsames Projekt für Tabletop Deutschland werden sollte. Die ganzen Modelle dann zu verpacken, war für mich irgendwie eine neue Erfahrung, denn im Painting-Service verpackt eigentlich nur Genie die ganzen Sachen. Und dann auf einmal irgendwie 10 Pakete zur Post bringen, das war irgendwie cool. Also dann hat man so richtig das Gefühl gehabt, das Projekt kommt jetzt mal endlich ins Rollen und ich war total aufgeregt, was die Teilnehmer denn so machen werden. Und zu den Teilnehmern, die stellen sich jetzt einfach mal selber vor. Hey, hey, Tobi von Bier und Brezel Tabletop hier. Vielen Dank, dass ich mitmachen durfte und natürlich auch vielen Dank an die ganzen anderen fleißigen Maler, die zu der Armee beigetragen haben. Die 4 Eradicator, die ich bemalen durfte, sind garantiert nicht die schönsten Miniaturen in der Armee, aber sie haben auf jeden Fall Charakter. So viel kann ich euch sagen. Und an die Person, die nachher die Armee in den Händen halten wird, die 4 Jungs heißen Tobi, Horst, Deinhard und Jeremy. Fragt nicht warum, das bleibt so. Das wird beibehalten, da gucke ich danach. Viel Spaß mit der Armee. Moin ihr hippen Dudes und Dillerinas, ich bin Dennis von Dice und es freut mich sehr, dass ich für einen guten Zweck an dieser Aktion teilnehmen konnte. Ich habe 10 Intercessor Space Marines bemalt und das sind tatsächlich mehr Space Marines, als ich in meinem ganzen 24-jährigen Hobbyleben bisher bemalt habe. Das ist also wirklich eine Premiere für mich. Es hat, nachdem ich die Kantenakzente und das Blacklining gemacht habe, auch durchaus Spaß gemacht, die Figuren zu bemalen. Ich habe bei den Farben ein kleines bisschen gepatzt, denn ich bin sehr spät erst in die Aktion dazugekommen, hatte theoretisch eine Woche Zeit, die fertig zu bemalen, tatsächlich dann noch weniger Zeit nachher und ist mir aufgefallen, dass ich die Farben, die ich dafür brauchte, alle gar nicht hatte und musste zum GW gehen, um dann auf die Schnelle die Farben noch zu bekommen. Hab nicht alle bekommen, deswegen musste ich bei ein, zwei Farbelementen ein kleines bisschen mit anderen Farben improvisieren. Ich hoffe, das fällt nicht zu groß auf und wird euch dennoch gefallen, das Ergebnis. Ja, auch habe ich die Wasserzeichen nicht raufgemacht. Das liegt aber auch daran, dass ich keine Ahnung von der Heraldik der Space Marines habe. Das kriegen die Jungs und Mädels von Paintomancy aber besser hin als ich. Deswegen sage ich vielen lieben Dank für die Möglichkeit, an dieser Aktion teilgenommen zu haben. Ich wünsche euch viel Erfolg mit der Aktion und euch da draußen viel Spaß mit den Figuren. Moinsen, liebe Paintomancer da draußen. Ich bin der Kako. Auf Twitch oder Instagram kennt ihr mich eventuell noch als den einzig wahren Kako. Und ja, ich mache jetzt auch seit knapp mehr als einem Jahr mit meinem Atelier Live-Content rund um das Tabletop-Hobby auf Twitch.
Ich beteilige mich an dem Ultramarines Charity Projekt mit 10 Intercessor Space Marines. Und was hat mir am besten gefallen dabei? Naja, eigentlich, dass ich überhaupt mal Primaris bemalt habe, weil ich habe, glaube ich, seit die rausgekommen sind, noch nicht einen einzigen davon bemalt. Aber ich muss sagen, es hat mir dann doch im Endeffekt viel Spaß bereitet. Besonders am Farbschema gefallen haben mir eigentlich die blauen Rüstungen, denn einerseits bemale ich generell nicht viel blau, andererseits waren die super simpel zu machen. Es ist ja effektiv nur eine Grundschicht mit McRatch Blue, hab Schatten gezogen und ein Highlight gesetzt. Aber das ist so simpel und so genial eigentlich auf der ganzen Masse gesehen. Daisy Finger hier. Fürs Charity Event habe ich Scriptor Magister Tigurius und die 5 Blade Guard Veterans bemalt und war für mich eine spannende Herausforderung, auf einem vorher abgesprochenen Level zu arbeiten und nicht shit crazy mit Rost und Kampfschäden zu arbeiten. Mein Content findet ihr unter youtube.com/dizzyfinger. Das malte schon am Mittwoch im Vlog-Style, jeden Mittwoch Malbegleitung als auch Tutorials und Spielberichte. Schaut gerne mal vorbei, da habe ich nämlich auch ein bisschen was über die Modelle gesagt. Bis wir uns vielleicht da sehen, danke, dass ihr mitbietet bei dem Charity-Event und der Rat und Tat e.V. wird es euch sicher danken. Bis dahin, keep on Wargaming! Hi, ich bin Ellie von 1000 für den Imperator. Und das hier ist der Apothekarius, den ich für das Ultramarines Charity-Projekt von Paintomancy bemalen durfte. Ich dachte ja eigentlich, als AdMech-Spieler bin ich leid gewöhnt, was Details und Frickeligkeit an Modellen angeht, aber ich muss sagen, der Apothekarius gibt denen da nicht so viel. Ich hatte super viel Spaß bei dem Projekt, bin total stolz, dass ich mitmachen durfte. Ja. Und wünsche auf jeden Fall dem oder derjenigen, der die Armee letztendlich ersteigert, ganz viel Spaß damit. Tschüss! Wir machen dann gleich die Aufnahme fertig. Ne? Ich muss noch mal ganz kurz gehen, ja? Ja, alles klar. Okay, bleibst du so lange? Ich bleib hier, ja. Ja, gut, alles klar. Dann bis gleich. Oh nein, wer seid ihr denn? Wir sind der Adeptus Stammtisch. Ich bin der Chris. Das hier, das ist der Daniel. Das ist der Sven. Das ist der Christian. Ich bin der Jan. Oh nein, was wollt ihr hier? Wir werden euch vernichten, Xenos Abschaum. Uah, stirb. Und jetzt komme ich. Oh nein, Feuer. Keine Chance. Ich bin Jan, der Mächtige. Oh nein, sie haben uns alle vernichtet. Oh, sie sind so stark, dieser wunderbare Adeptus Stammtisch. Oh nein. Oh. Die sehen gut aus, wirklich. Hast du wirklich toll bemalt, muss ich echt sagen. Ich weiß auch nicht, warum die jetzt hier rumliegen. Wollen wir dann die Aufnahme starten? Hallo, ich bin Marcel vom YouTube-Kanal QuaiGen Let's Paint. Die meisten kennen mich eher aus dieser Perspektive. Heute möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, mich einmal bei Paintomancy dafür zu bedanken, dass sie mich gefragt haben, ob ich an diesem tollen Charity-Projekt mitmachen möchte. Ich fand es von vornherein eine klasse Idee und habe deswegen auch sofort zugesagt. Und auch die mir zugewiesenen Miniaturen haben mir sehr viel Spaß bei der Bemalung gemacht. Der Ordenspriester, Marius Kalger, die Vetrix-Garde. War eine coole Sache. Ich hoffe, das Projekt findet jetzt auch einen erfolgreichen Abschluss und dass der Besitzer hinterher damit auch zufrieden ist. Und ja, dafür drücke ich uns allen die Daumen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Moin Moin und herzlich willkommen zu TWS. Wir haben uns heute in den Imperialen Palast auf Terra begeben. Denn nur aus diesen heiligen Hallen heraus kann man wirklich zeigen, wie man einen Space Marine bemalt. Naja, so ganz hatte es mit dem Bemalen vor der Kamera ja leider nicht geklappt, wie ihr kürzlich beim TWS mitverfolgen konntet. Aber die beiden Suppressors sind natürlich abseits der Kamera fertig geworden und nun Teil dieser Charity-Armee. Vielen herzlichen Dank nochmals an Genie und René für diese tolle Aktion und die ganze Orga drumherum. Ich hoffe, die Armee gefällt allen Bietern und dass sie für den Gewinner siegreiche Schlachten schlagen wird. Moment, da will noch jemand was sagen. Das war's für heute aus dem Imperialen Palast. Wir wünschen weiterhin erfolgreiche Staatsgeschäfte, geben zurück an die angeschlossenen Internetsendeanstalten und sagen Ciao, bis zum nächsten Bruderkrieg. Ja, hi, ich bin Pascal von Painting After Midnight, einem Twitch-Kanal und kleinem Kreativstudio, das sich so ein bisschen mit Mindworking hinter den ganzen Tabletop-Projekten auseinandersetzt und auch so ein bisschen mit der Maltechnik befasst. Ich durfte für die Charity Marines 10 Intercessors bemalen. War auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung für mich,
weil es mal darum ging, nicht für sich selber zu arbeiten oder so eigene Dinge zu planen, sondern einfach mal für einen guten Zweck was zu bemalen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Intercessors gefallen, beziehungsweise die kompletten Ultramarines gefallen werden und dass ihr auch kräftig mitbietet und wirklich alles gebt, so wie wir alle beim Malen wirklich alles gegeben haben und dass der Ratotat e.V. da eine sehr, sehr schöne Spende bekommt. Okay, wir haben also insgesamt 10 verschiedene Maler an einem Projekt. Wie kriegt man das jetzt hin, dass die Armee möglichst gleich aussieht? Das war eigentlich relativ einfach, denn wir haben einfach ein Farbschema designt, das alle umsetzen können, also auch ohne Airbrush, ein Videotutorial dazu gedreht und dieses an alle Teilnehmer verschickt, sodass wir auch sicher gehen konnten, dass die Armee einheitlich bemalt wird. Die Idee war dann, dass alle Modelle ohne Base-Gestaltung wieder an uns zurückkommen und wir dann die Bases übernehmen, damit wir ein möglichst einheitliches Armeebild haben. Und zufälligerweise haben wir uns hier an unserer Spielmatte orientiert. Als dann die restlichen Modelle bei den Teilnehmern waren, mussten wir natürlich auch noch was malen. Und das war der Gilliman, also das Centerpiece der Armee. Da Gilliman das Centerpiece der Armee ist, wurde er natürlich auf Level 5 bemalt. Mit dem Gilliman wollten wir auch unsere erste Masterclass auf Patreon starten. Wenn ihr also euren Gilliman genauso wie diesen hier bemalen wollt, findet ihr jeden Pinselstrich auf Patreon. Und als dann endlich alle Pakete wieder ankamen, boah, das war einfach wie Weihnachten. Jedes Paket aufreißen, zu gucken, oh, wie sind die jetzt geworden? Wer hat die wie bemalt? Das war einfach grandios. Ja, und an der Stelle möchte ich wirklich sagen, jeder hat wirklich sein Bestes gegeben und es sieht richtig toll aus. Und ich glaube, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, dass es dann doch so gut funktioniert. Damit ihr aber natürlich noch sehen könnt, von wem was bemalt ist, hat uns Tabletop Forge so tolle Namensschilder gedruckt, die wir auf die Base der jeweiligen Truppenanführer geklebt haben, mit dann dem Namen des Teilnehmers drauf. Auf diese Art und Weise können wir alle Teilnehmer richtig cool in der Armee verewigen. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an Tabletop Forge, die uns hier die Namensschilder gesponsert haben. Richtig coole Sache. Nachdem dann alle Modelle wieder da waren, mussten wir natürlich noch die Bases machen. Das heißt, wir haben uns zusammen hingesetzt, erstmal alle Modelle von den Bases geknipst, Texturmasse und Steinchen drauf und die dann auch noch angemalt. Sogar ich musste da meinen inneren Schweinehund überwinden und Genie auch bei den Bases helfen. Ach komm, so schlimm war's. Nee, das ist zu viel. So, also. Nee! Ich mache jetzt einen Oreo-Keks draus. Okay. Das ist ein Oreo-Keks. Wer bei der Einkaufsliste aufgepasst hat, dem wird aufgefallen sein, dass ja noch ein paar Modelle übrig geblieben sind. Die Figuren haben wir uns natürlich nicht selber eingesteckt, sondern die gibt es noch in separaten Auktionen zu ersteigern. Unter anderem haben Genie und ich jeweils einen Manius Kalga angemalt. Wir sagen aber nicht, wer welchen angemalt hat und wir haben dann noch eine kleine Wette. Der, dessen Kalga nämlich in seiner Auktion mehr für die Charity einbringt, der darf das Monatsziel des anderen für den September bestimmen. Oh ja, und ich habe da auch schon so ein paar Ideen. Es wird grandios, Leute. Es wird grandios. Er wird leiden. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo geht das Geld überhaupt hin? Das geht nämlich an den Rat und Tat e.V. und da wird der Rolf euch mal erklären, was der überhaupt macht. Ja, die Aufgaben unseres Vereins Rat und Tat sind primär die Beratung von Angehörigen von psychisch kranken Menschen und entweder in Einzelberatung oder in Gesprächskreisen, die wir in der Stadt Köln unterhalten. Dann verwalten wir die Kölner Stiftung, bei der psychisch kranke Menschen selbst Anträge auf finanzielle Zuwendungen für bestimmte benötigte Anschaffungen stellen können, die sie aus ihren Hartz-IV-Bezügen nicht finanzieren können. Und wir vertreten die Interessen der Angehörigen in verschiedenen Arbeitskreisen der psychosozialen Arbeitsgemeinschaft in der Stadt Köln. Die Spenden, die jetzt eingehen, die werden ausschließlich verwendet als Verbrauchsspenden für die Kölner Stiftung. Weil wir in den letzten Jahren, wo also die Zinssituation schlecht ist, immer wieder feststellen, dass Anträge von psychisch Kranken nicht zu 100% bewilligt werden können, weil wir eigentlich mit der Stiftung nur einen Mangel verwalten. Nicht? Also nehmen wir ein Beispiel, ein psychisch kranker Mensch braucht dringend eine neue Matratze oder ein Lattenrost, weil durchgelegen ist. Kostet dann vielleicht 320 Euro, beides zusammen, um mal eine Zahl zu nennen. Dann wird darauf für diese Summe ein Antrag gestellt. Und dann ist es häufig so, dass wir eben wegen fehlender Mittel nur einen Teil bewilligen können. Dann werden vielleicht 200 Euro oder 240 Euro bewilligt.
Und dann haben die Menschen immer noch das Problem, sie können ja nicht eine Zweidrittelmatratze oder ein Zweidrittellattenrost kaufen. Dann müssen sie sich den Rest sozusagen auch vom Munde absparen. Nicht? Und da sind wir natürlich sehr dankbar, wenn wir durch zusätzliche Spenden denn mal solche Anträge für dringend benötigte Gegenstände auch zu 100% bewilligen können. Nicht? Oder klassisches Beispiel, eine Brille, wo immer wieder Zuzahlungen nötig sind. Nicht? Wenn dann jemand beantragt, nehmen wir an, 220 Euro Zuzahlung für eine dringend benötigte Brille. So, und dann können wir wegen fehlender Mittel nur 120 Euro bewilligen. Ja, was macht er damit? Ne? Der kann ja keine Brille mit einem Glas denn brauchen. Nicht? Das sind so die praktischen Beispiele, wo es denn an Geld fehlt. Ja, in der Corona-Zeit ist der Beratungsbedarf deutlich gestiegen. Nicht? Die Menschen, die psychisch krank sind, die sind natürlich, wenn sie denn zu Hause wohnen, dann auch noch stärker isoliert, als sie ohnehin schon isoliert sind. Das wirkt sich oft ungünstig auf den Stand der Erkrankung aus. Und dann sind die Angehörigen wieder stärker gefordert. Und im zweiten Schritt führt das dann auch wieder zu einer Belastung und Hilflosigkeit der Angehörigen. Und wir merken das daran, dass die Anzahl der Beratungsanrufe und die Anzahl der Wünsche nach einem persönlichen Beratungstermin in der Corona-Zeit zugenommen hat. Und deshalb haben wir zum Beispiel auch gerade jetzt in der Corona-Zeit ganz neu 3 Online-Gesprächskreise gegründet, nicht? Was wir vorher nicht hatten. Das war vorher nicht nötig. Ja, wir freuen uns immer besonders, wenn Menschen sich bei uns melden, die ihr Interesse daran bekunden, ehrenamtlich bei uns mitzuarbeiten. Sei es in der Beratung oder in der Moderation eines Gesprächskreises oder in sonstiger aktiver Mitarbeit. Und zwar liegt das eben daran, dass einige unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter, wie zum Beispiel ich auch, schon erheblich in die Jahre gekommen sind. Nicht? Und damit der Verein weiter bestehen kann, brauchen wir natürlich auch jüngere Leute, die bereit sind, bei uns ehrenamtlich mitzuarbeiten. Insgesamt wird es also 4 Auktionen geben. Einmal die 2000 Punkte Ultramin Armee plus ein Manius Kaiga. Dann wird es 2 Manius Kaiga jeweils einzeln geben und einmal den Rest der Start Collecting Vanguard. Der gesamte Erlös wird an den Rat und Tat e.V. gespendet. Die Auktionen sind jetzt online, die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung und sie gehen 2 Wochen lang. Jetzt, wo die Armee komplett fertig hier auf dem Tisch steht, sind wir super glücklich und zufrieden, wie sie geworden ist und wollen uns nochmal herzlich bei allen Teilnehmern bedanken. Ja, Leute, ihr habt wirklich einen super guten Job gemacht. Ohne euch hätte das gar nicht so funktioniert. Deswegen schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, da findet ihr auch alle Links von den Kanälen, die mitgemacht haben. Und zwar 1000 für den Imperator, Adeptus Stammtisch, Bier und Brezel Tabletop, der Kako, Dizzy Finger, Quaijin Let's Paint, Painting After Midnight, Tabletop Workshop, Diced und die Kings of the Hill. Und selbstverständlich nochmal ein riesiges Dankeschön an den Taschengelddieb, der uns die Armee hier überhaupt zur Verfügung gestellt hat und an Tabletop Forge für die Namensschilder. Und da wir noch nicht fertig sind mit dem Danke sagen, an dieser Stelle auch einen vielen lieben Dank an all unsere Patrons, die das Ganze überhaupt erst möglich gemacht haben. Und natürlich insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks Frederik, Freddy, Freckel, Aruka, Juxe, Marco, Shayalin, Tizian, Diamond, Don Vittorio, Dorian, Halim, Julian, Kilian, Lord Sicilius, Matthias, Max, Michael, Nachtmar Senior, Nagashur, Patrick W., Pingu Tobi, Sumsi, Armin und Robin. Also denkt dran, Charity-Auktionen sind jetzt online, die gehen 2 Wochen und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Also viel Spaß beim Bieten und bis zum nächsten Mal. Oh, tschüss. Ey Ruben, ich hätte niemals gedacht, dass ich einfach Manius Kaiga Badge basteln würde. Die Auktionen sind jetzt online und warte, das Ganze... Kannst du machen. Achso, ich hab gedacht, du machst. Er hat gedacht. Ich hab gesagt, ich hab auch geredet. Ich hab gedacht, du hast... Okay, dann mach ich jetzt einfach. Okay, ja, ja, dann mach du.